Ich heiße dich wieder ganz herzlich willkommen zur 20. Folge der 118 Pregnancy Challenge. Ich habe mir was überlegt und zwar würde ich gerne die Videos noch irgendwie persönlicher machen. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht mit dich, du, also richtig persönlich dann ja die Videos mache, weil ich das mit, könnt ihr dann in die Kommentare schreiben, ihr könnt gern eure Meinung dazu sagen. Ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen zu unpersönlich irgendwie. Und daher dachte ich mir, okay, ich probiere das jetzt einfach in dieser Folge. Ja, was ist in den letzten Folgen so passiert? Mir ist ein großes Dilemma passiert. Und zwar ist bei Folge 17 und 18 beim Rendern, beim Bearbeiten irgendwie die Datei kaputt gegangen. Fragt mich bitte nicht, warum. Sie war auf einmal kaputt, ich konnte sie nicht verwenden. Das Original war genauso am Arsch, wenn ich das so sagen darf. Bei Video 19 habe ich dann die Screenshots vorher eingeblendet und habe auch in der Videobeschreibung zu beiden Folgen kurz was geschrieben. Das mache ich ja meistens so, dass man halt so grob weiß, worum es ging. Aber ich sage es hier jetzt gerade nochmal, und zwar waren wir in Folge 17 im Bowling Center mit der kleinen Emmy, mit dem Shane. April und er hatten ihr erstes Date. Das ist soweit auch eigentlich relativ gut ausgegangen. Nur glaube ich, dass der Shane nicht so gerade begeistert von Bowling ist, weil er andauernd irgendwie dann weg war. Und zum Schluss habe ich gesagt, okay gut, soll die April allein ihren Spaß haben. Sie hatte auch unheimlich ihren Spaß. Sie ist sogar auf der Tanzfläche da so ein bisschen, also auf der Bowlingbahn so ein bisschen rumgedanced. Also sah richtig cool aus. Schade, dass diese Datei einfach kaputt gegangen ist. Ich finde es wirklich so schade. Und ja, am nächsten Morgen kam dann die Lisa auch spontan vorbei. Das hat die April direkt ausgenutzt und hat ein Foto gemacht. Ja, ihre Fotowand wird relativ groß mittlerweile oder ist mittlerweile relativ groß. Und zwar hier steht das Foto von der April und der Lisa. Genau, das ist einmal passiert. Dann Sonntag, genau, Sonntag war die nächste Folge. Oder nee, Samstag, Entschuldigung. Da war dann endlich das Romantikfestival. Und, das ist der Emmy-Inventar, wir haben die ganzen Blumen gekriegt endlich. Die Paradiesvogelblume, wir haben die Lilie noch gekriegt und ja, auch von Shane haben wir jetzt ein Foto schon hängen. Und ja, ich habe in der Folge 17, 18, ich weiß es leider nicht mehr genau, ihren kleinen Garten gebaut, damit die Pflanzen so ein bisschen drin sind. Das hier, die 6 Stück, die nicht bepflanzt sind, sind ihre Pelmchen. Und hier seht ihr, das ist die Chrysanthempflanze. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ich finde die Namen immer irgendwie so, warum müssen die so heißen, die Pflanzen? Du kannst mir ja gerne mal sagen, ob dir das so gefällt. Klar wird der wahrscheinlich irgendwann größer gemacht. Wir haben doch Platz hier raus, Richtung Wasser. Aber auch nicht so viel. Ich wollte ihr die Treppe dann hierhin platzieren. Aber das können wir ja halt erst alles machen, wenn sie ihre 5000 Simoleons hat. Dann habe ich zum einen die Bienchen auch hier rüber gestellt, weil ich in einem anderen Spielstand ein bisschen was experimentiert habe. Auch wegen dem Umbau. Und dann habe ich die Bienchen hier rüber gestellt. Und komischerweise ging es denen in dem anderen Spielstand, jetzt habe ich es, viel besser auf dieser Seite. Deshalb hoffe ich, dass das bei der April auch klappt. Und vor allem die Sims, mit denen ich dort dann gespielt habe, die konnten sich so oft hintereinander mit den Bienen verbünden. Das war wirklich unglaublich. Ja, genau, wir waren dann auf dem Romantikfestival auf Folge 18, beziehungsweise in Folge 18. Da ist dann auch dieses wirklich süße Foto entstanden von den beiden. Leider hat die April so dezent Wasser in den Augen, aber okay. Ist nun mal halt so. Ja, und in Folge 19 waren wir dann, haben wir gesagt, okay, wir machen was für die kleine Maus. Wir sind auf meinen selbstgebauten Kinderspielplatz gereist und haben die Mia, den Ben und die Ellie mitgenommen. Und ich fand, das war wirklich ein gelungener Tag. Die beiden, beziehungsweise die fünf, die waren fast 5 bis 6 Stunden, glaube ich, auf dem Spielplatz, also relativ lange. Deshalb haben wir auch gesagt, die April nimmt heute einen Urlaubstag. Sie hatte nämlich 7 Tage und jetzt nur noch 6, weil ich glaube, die beiden sind, ich glaube, gegen 3 Uhr ins Bett. Oder 4, ich weiß nicht. Und sie waren wirklich saumüde, also wirklich richtig müde. Und ich so, okay, sie darf ja nicht fehlen. Von Urlaub war in den Regeln nichts gesagt. Also
kriegt sie den Urlaubstag Hausaufgaben. Machen wir natürlich, hat sie sogar schon. Und genau, das war so, was ich noch erzählen wollte. Dann eine ganz, ganz neue, eine große Neuigkeit. Ich habe heute so ein bisschen wieder Sprechprobleme. Da wir ja jetzt in Folge 20 sind und ich, um ehrlich zu sein, was hat sie hier für ein Symbol? Was ist das? Das kenne ich nicht. Drei Pflanzenjäten. Das kriegen wir bestimmt hin, April. Da die beiden wirklich die Hygiene wieder im Eimer haben, April als auch Emmy, habe ich mir gedacht, das ist Folge 20. Hier kann was passieren. Ich hoffe, wenn alles nach Plan läuft, passiert auch in der Folge einiges. Wir geben ihr Strom. Und zwar habe ich mir das so überlegt, dass die Nachbarn, es sind ja relativ viele in Sulani, ihr den Stromanschluss zahlen, beziehungsweise ihn ihr übergeben, ergeben, keine Ahnung, genau wie man das jetzt sagen soll. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, das machen wir als allererstes. Da nehme ich euch mit, und zwar gibt es nur eine neue Badewanne. Da wird wahrscheinlich unser ganzes Geld drauf gehen. Und genau, ich wollte ihr dann wenigstens ein paar richtige Lampen hinsetzen. Weil wir haben hier so viele Kerzen, die nicht wirklich Licht machen. Und ich, um ehrlich zu sein, es so leid bin, mit den ganzen Kerzen zu spielen, weil es ist einfach kein schönes Licht im Raum. Da ich finde, dass in Sulani relativ abends es noch hell ist, lassen wir draußen keinen. Und selbst wenn, hätte sie ja ihr Lagerfeuer noch. Okay, wow, wir haben 1600 Euro. Was geht denn hier ab? Jetzt müssen wir noch ein bisschen gucken, wie wir das hier machen. Ja, das wird jetzt spannend. Wie können wir die Dusche hier hin, die Badewanne dahin platzieren? Ich habe nämlich schon mal so ein bisschen geguckt. Und man sollte vielleicht hier das Merkmal rausnehmen. Genau, sie hat ja heimisch und abendrot. Und ich dachte mir, da sie April ja viel mit ihren Pflanzen macht, dachte ich mir, dass wir vielleicht ihr das guter Boden geben. Auch wenn sie ja durch das Teenie-Haus diese Eigenschaft schon hat. Aber ich finde, das andere passt irgendwie alles nicht so. Falls du Vorschläge hast, schreib es gerne mal in die Kommentare, dann ändere ich das selbstverständlich. Nur das ist jetzt so das, was mir am besten eingefallen ist, wo ich sage, okay, das passt irgendwie. So, April. Geht das wirklich, dass wir das da hinstellen und sie dann trotzdem auf Toilette kann? Ich hoffe es wirklich sehr. So, und jetzt wollte ich nur so eins, zwei Lampen hinmachen, gar nicht viele. Ich habe eigentlich immer dieselben Lampen, die ich benutze für die Decke, weil ich finde, die machen einfach von allen Lampen, es sind ja schon viele zur Verfügung. Wo sind dann die jetzt für die Decke? Hier. Ich benutze immer die. Egal wo. Okay, beim letzten Bauen habe ich, glaube ich, die hier mal benutzt. Nur, wenn man es jetzt mal ganz dunkel macht. Ja, okay, die machen doch relativ hell. Okay, wenn man jetzt die halt wieder zum Vergleich nimmt, macht die es halt noch heller. Ich liebe diese Lampen. Da braucht man oft kaum viele Lampen zu platzieren und es ist einfach schon so hell. Wir brauchen jetzt einfach nur zwei Lampen. Wir machen im Bad jetzt hier noch eine hin. Und die Apple hat einfach Licht. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt auch funktioniert hat. Das Merkmal haben wir ja rausgenommen. Genau. So, dann haben wir das erste auch schon gemacht. Ich bin so froh, dass sie jetzt Strom hat, weil ich, um ehrlich zu sein, wirklich keine Lust hatte, andauernd drüber auf dieses andere Grundstück zu reisen. Genau, ich habe die April gerade rausgeschickt, den Müll wegzubringen, weil der Müll gestunken hat. Und die beide stinken natürlich auch. Deshalb würde ich jetzt sagen, dass wir jetzt die kleine Emmy baden. Ja, April, du hast jetzt Strom. Ich hoffe, dass das wirklich funktioniert. Emmy, hörst du kurz auf zu spielen? Und ich bin schon sehr gespannt. Mich juckt es gerade in den Fingern, muss man leider so sagen. Ja, es ist der zweite Herbsttag und das Wetter ist richtig cool. Leichter Regen, warm und Monsun.
Also es wird noch ein relativ krasser Tag. Okay, jetzt hat es gerade einfach aufgehört zu regnen. April, wieso gehst du denn nicht rein und machst das mit ihr? Jetzt muss die kleine Maus extra rauskommen. Verstehe ich nicht. Genau, und dann die kleine Maus. Jetzt gucke ich gerade bei der April drinne. Ist wirklich super gut mit ihren Fähigkeiten. Also dafür, dass die April wirklich nichts hat, das hat auch die liebe Lila Erbsen, heißt sie, glaube ich, auch auf YouTube. Mit ihrem privaten Kanal. Also sie macht keine Videos, aber sie heißt so da. Gesagt, dass sie dafür, dass die April so kaum was hat für ihre Tochter, außer das Puppenhaus und die Klötze, hat die Emmy einfach mal Bewegung auf 100%, also Level 5, abgeschlossen. Und der Rest, finde ich, ist auch richtig gut. So, die Spannung steigt. Funktioniert das jetzt wirklich? Oh, wie geil ist das denn? Oh, wie cool. Ich bin gerade richtig happy. Das gefällt euch zwei Süßen, gell? Och, Emmy. Und ich habe mir überlegt, okay, wir haben jetzt gleich fast 1 Uhr, aber das soll so ein Tag werden, wo die beiden wirklich sich um sich kümmern. Wirklich so den stressigen Alltag mal von sich abfallen lassen. Die April viel mit ihr macht. Was ist jetzt los? Okay, jetzt hat das Spiel irgendwie gehangen. Ja, und dann habe ich noch eine weitere Überraschung. Und zwar, wer es vielleicht schon gesehen hat oder in der letzten Folge irgendwie mitgekriegt hat, weil ich es leider nicht mehr weiß, ob ich es schon gesagt habe. Ich glaube, wir haben in Folge 17 den meerjungfräulichen Tank kaufen können. Ich sag jetzt nicht mehr dazu. Du weißt jetzt, was bald kommt. In der Folge wahrscheinlich auch schon. Ich freue mich so. So, April. Bevor du jetzt irgendwo hinrennst, lass mich kurz mal gucken, was mit der Emmy ist. Die Emmy ist jetzt fast vollst zufrieden. Dann hätte ich gesagt. Oh, Ray ist da. Die kleine Maus kann draußen mit den Puppen spielen, während die Mami jetzt noch unter die Dusche hüpft. Nimm mal eine erfrischende Dusche. Und ich bin schon wirklich sehr gespannt, wie viele Folgen wir jetzt noch brauchen, bis wir dann die 5000 Simoleons haben. Vor allem, wie die läuft, die Kleine, die flitzt hier durch die Gegend. Das ist der Hammer. Dann genau, bevor ich es vergesse, ich habe die Alterung wieder eingestellt. Was ist hier? Ach, Talentwettbewerb. Genau, da ich geguckt habe, ich hatte es ja auf lang, habe dann per dem MCC Command Center, habe ich dann die Alterungstage angepasst, nur dann, habe ich ein Bild zuvor auch eingeblendet, wie viele Tage allgemein die Sims jetzt noch haben und mit dem langen Alterungseinstellungen waren sie fast bei 100 Tagen und das war mir um ehrlich viel zu lang. Genau, sie hat jetzt noch knapp 2 Wochen, also 14 Tage. Ah ne, das ist die Emmy, genau. Die Emmy hat 14 Tage noch. Dann wird die kleine Maus schon ein Kind. Meine Katze geht gerade aufs Klo. Und unsere April hat dann noch 17. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, wenn ja, tut es mir leid. Aber ich nehme gerade früh am Morgen auf und habe heute einen relativ stressigen Tag und möchte so viel wie möglich natürlich erledigen. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, wie auch die anderen Geburtstag kamen. Weil ich ja gern möchte, dass die alle, die Kiddies und die Teens, zusammen altern. Oh wow, das sehe ich ja gerade eben erst. Manieren und Verantwortung hat sie komplett voll. April. Ja, du hast Hunger, ich weiß. Du kannst dir hier ein Schinken-Käse-Sandwich nehmen, aber setzt die kleine Maus da nicht ab. Oder hat sie schon Hunger? Nee, sie hat noch nicht Hunger. Okay. Dann kannst du dir das jetzt nehmen und essen. Kleine April mit der kleinen Emmy. So, Emmy. Level 2 haben wir noch nicht erreicht, oder? Genau, das war auch so ein Thema. Wir wollen noch mit ihr Töpfchen-Fähigkeit aufbauen. Oh, die Emmy denkt an Verlobungsringe. Heiraten deine Püppchen, kleine Maus. Und es regnet schon wieder. Zum Glück habe ich dieses Vordach gebaut. Dann kann die Kleine auch mit dem Puppenhaus so spielen. Ja, ich bin wirklich sehr gespannt, was wir in der Folge so machen. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, dass die Apple wirklich den Seetang nimmt und dann zur Meerjungfrau wird, weil dann kann sie auch durch Schwimmen ihre Hygiene hochmachen.
beziehungsweise das heißt ja nicht mehr Hygiene, sondern Dehydration oder irgendwie sowas, glaube ich. Und ich bin schon wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Unfug reden, ja, dann redet ihr mal Unfug. Aber Ray ist doch weg, kleine Maus. Spiel du mal mit deinem Spiel. Mit deinem Puppenhaus, meine ich natürlich. So, April. Kriegst du das jetzt hin? Oh, ich bin ja so happy, dass wir jetzt eine Badewanne haben und Strom haben. Allein guckt euch das mal, was ein Lichtunterschied das ist. Okay, ich habe ihr relativ viele Fenster eingebaut, dass man halt auch was sieht. Aber das ist krass. Kannst du den jetzt wegräumen, bitte? Machst du das jetzt oder stehst du wieder nur? Also ich weiß nicht genau, wo es dran liegt, aber egal, ich ziehe ihn ihr einfach ins Inventar, in den Mülleimer. April, was machst du? Die kleine Emmy will jetzt bestimmt was zu essen haben, oder? Dann gib ihr doch bitte was zu essen, April, oder? Komm, kriegst einen Apfelmus. Meine Kinder essen irgendwie immer nur Apfelmus. Ist das bei deinen auch, bei den Sims? Wobei die Emmy, die hat doch, glaube ich, schon mal ein Schinken-Käse-Sandwich gegessen. Und dann hätte ich gesagt, die kleine Maus kriegt jetzt was zu essen. Also sie steht da hinter der Tür. Ich dachte gerade, hey, wo ist die denn? Dass die April, ja, ihren meerjungfräulichen Seetang isst. Und wir uns dann überraschen lassen, wie sie aussieht. Ich hoffe, dass das alles so klappt. Was machst du jetzt, Mäuschen? Du sprichst mit ihr. Okay. Möchte ich jetzt eigentlich ungern unterbrechen. Wir haben auch relativ gut Zeit noch. Aber April, du kannst ihn ja schon mal essen. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie sie aussieht. Und irgendwie seid ihr wieder eingefroren oder bewegt ihr euch noch? Ah ne, ihr bewegt euch noch. Okay. Irgendwie habe ich in letzter Zeit ein bisschen was mit den Augen, habe ich so das Gefühl. Entschuldigung, ich muss als zwischendurch was trinken, weil man durch das ganze Sprechen so einen trockenen Mund irgendwann kriegt. Und sie. Hast du die Grippe oder so? Schmutzige Umgebung. Och, Emmy, hast du wieder deine Schüssel weggepfeffert? Du bist manchmal echt ein kleines, bockiges Kind. Du musst ihr bitte die Leviten lesen. Ich weiß jetzt leider nicht, ob du das schon gemacht hast, April, aber wir machen. Tja. Jetzt wieder die Frage, das funktioniert scheint's wieder nicht. Okay, ihr Süßen, dann machen wir das anders. Ich räume das weg hier. Du machst das sauber. Du lässt die kleine Maus bitte raus. Und dann kannst du das sauber machen. Und die Emmy kann hier noch ein bisschen. Oh, Wildturm formen. Oh, was ist denn jetzt los? Habt ihr das gerade gesehen? Oh Gott, das sah ja creepy aus. So, April. Okay, die April ist. Oh, sie hat Level 3. April, möchtest du. Oh, ich bin so aufgeregt, mir rast mein Herz gerade übelst. Hierhin schwimmen. April. April, April. Ich wollte ja eigentlich von weitem weg das machen, aber ich bin jetzt so gespannt. Deshalb gehe ich jetzt direkt. Vor allem hoffe ich, dass das jetzt klappt direkt. Und dass sie nicht erst irgendwie ohne Schwanz war. Das stimmt, das war nicht beim letzten Mal so. Ja, und die Flosse ist weg. Alles klar, Liebes. Und ja, gucken uns die Flosse mal genauer an. Und ich wollte den beiden so ein bisschen herbstlicheres Outfit geben. Und auch der Apple eine andere Frisur. Ich war nämlich auf CC Shopping und habe voll schöne Frisuren gefunden. Hab auch schon, wenn ich das mal so erwähnen darf, nach Brautkleider geguckt für die April. Ich weiß, sie hat noch gar keinen festen Freund. Okay, also die April hat eine durchsichtige Flosse. Sehr schick, junge Dame.
Ich würde sagen, ich mache einfach mal und ich zeige euch das Ergebnis am Ende dann. So, ich glaube, ich bin fertig soweit. Bei der Emmy habe ich nichts Großes verändert, außer ihr Winter-Outfit. Das hier habe ich jetzt gegeben, ein CC. Das haben, glaube ich, die Kinder eigentlich an, weil ich das jetzt zwar schon süß fand, aber das finde ich jetzt noch süßer. Bei der April, ich hoffe, euch gefallen ihre Haare genauso gut wie mir. Ich finde diese Frisur so schön. Vor allem, ich finde, es ist ein bisschen Mami-like mehr. Du kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das so okay ist. Bisschen herbstlich, aber sie ja jetzt wahrscheinlich mehr immer ihre Alltagsoutfits anziehen. Und die Emmy war ja schon so angezogen, weil ich es nicht mag, wenn die so, ja, so lüftig sind. Ja, der April habe ich eigentlich nur andere Schuhe gegeben. Ich wollte mal, dass sie ein bisschen was Höheres anzieht, auch wenn es Sulani ist. Aber ich finde, sie darf sich hier auch schick machen. Dann, hier habe ich ihr ein CC-Kleid gegeben. Nur ihre Oberweite kommt mir immer irgendwie so riesig vor. Aber ich glaube, es ist gar nicht so viel mehr. Sport habe ich ihr ein bisschen was anderes gegeben. Auch wenn die April nicht so wirklich Sport macht. Auch hier eine andere Frisur. Schlafanzug hat sie fast dieselben Sachen an, aber egal. Dann, da ist es auch selbe. Also ich finde, dieses Kleid steht ihr so gut. Sie sieht so süß aus. Was ihr auch vor allem sehr gut steht, sind blonde Haare. Kann ich euch ja irgendwie mal ein Bild versuchen einzublenden oder wenn wir dann nochmal irgendwie im Umstyling sind. Genau, sie hat jetzt zwei verschiedene Badesachen. Das durch die Meerjungfrauenflosse. Und diesen ihren allgemeinen. Und dann Sommer hat sich auch nichts geändert, nur sie hat eine andere Frisur gekriegt. Die finde ich nämlich so schön, die Frisur. Und steht ihr auch wirklich wieder super gut. Ja, Winter hat sich auch nichts geändert. Und dann zeige ich euch jetzt mal ihre Meerjungfrau. So, so sieht unsere April aus als Meerjungfrau. Ich habe mir überlegt, ob ich das nur als Meerjungfrau lasse, diese gepunkten Sachen hier so an ihrer Schläfe entlang. Oder ob wir das mit in ihre normale Form mit reinnehmen sollen. Das kannst du mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie du das fändest. Ich finde, es sieht nämlich so schön aus. Ich habe so was Hellblaues genommen mit so ein paar Weißpunktierungen drin. Passend zu April, weil sie ist ja so ein Blau-Fan. Ich finde, sie sieht super süß aus. Okay, man merkt, sie hat an manchen Stellen ein bisschen was mehr auf den Rippen, aber okay, egal. Ich muss sagen, ich bin nicht so ganz zufrieden mit ihrem Oberteil, aber ich finde, das passt halt super gut so zusammen.
ich lasse das jetzt auch vorerst mal so. Du schreibst gerne in die Kommentare, wenn du möchtest, was du dazu sagst oder ob du andere Ideen hast, gerne schreiben. Auch wegen den Augenpunktierungen hier. Ach so, wir haben die Frisur vergessen hier zu machen. Stimmt ja. Wo war die jetzt nochmal? Ich glaube, die war ganz unten. Ja, hier ist sie doch. Ja, das sieht... Oh Gott, Apple, du siehst so süß aus mit dieser Frisur. Ich bin froh, dass ich mir die runtergeladen habe. Super süß. So, Doro. Unsere Apple ist diesmal mit Flosse im Wasser. Oh Gott, und sie hat kleine Pickelchen. Ich guck mal, ob ich ihr noch so eine Maske für 5 Simoleons gehe. Irgendwie ruckelt das Spielkart ein bisschen. Also ich glaube, das war die beste Entscheidung, dass wir das so gemacht haben. Oder was sagst du dazu? Also ich glaube... Und jetzt muss ich aufs Klo, okay. Viel Spaß, April. Also ich bin sehr happy, dass wir das gemacht haben. Okay, im Moment hat das Spiel wieder ein bisschen nachgehangen, aber okay. So, wir haben jetzt auch schon 17.45 Uhr. Kannst du mit deinen Pflanzen was machen? Nein, okay. Was macht die kleine Maus? Die kleine Maus ist müde. Ja, ich hätte gesagt, die Emmy, die April kann doch dann die Emmy mal in den Schlaf lesen. Das fände ich nämlich so schön. Das wollte ich nämlich schon die ganze Zeit machen, nur irgendwie hat das ja nicht funktioniert. Ach Gott. April, ja, jetzt, das ist natürlich jetzt der Nachteil. April hat jetzt ihr Handy voll funktionstüchtig und wird das wahrscheinlich jetzt auch in vollen Zügen ausgenießen. Aber okay, sie war jetzt auch lange abseits vom Strom. Soll sie gerne machen. April! Ah, die kleine Maus spielt noch die ganze Zeit weiter. Und vielleicht können wir dann den Shane einladen. Vielleicht möchte er mit uns noch ein bisschen am Lagerfeuer sitzen. Was machen denn die Bienchen? Weil wir können unseren Honig dann auch bald holen. Oh, die Kerze ist an. April, hast du die angemacht? Das finde ich nämlich so süß. Das hat mir nämlich die ganze Zeit so gefehlt, dass sie die kleine Maus ins Bett bringt. Ich glaube, ich ziehe sie gerade um den über den MCC einmal um. Ich habe das noch nie gemacht. Ich versuche es jetzt einfach. Outfit wechseln. Zieh mal dein Alltagsoutfit an. Das ist cool. Das muss ich mir merken. Ja, also ich finde, das sieht wirklich sehr gut aus. Ja, also ein roter Rabe war da eigentlich. April, du sollst nicht die ganzen Blätter überspringen. So. Du kriegst jetzt eine Gesichtsmaske. Verdorbenes Essen aussortieren. Hä? Hattest du Essen in deinem Inventar? Wieso hattest du Essen in deinem Inventar? Okay. Ray. Hi April, hier ist Ray. Hast du Lust, heute Abend mit mir abzuhängen? Zum blauen Samt. Nein. Du hast zum einen eine Freundin, 3 Kinder. April, räumst du das bitte auf? Hey, jetzt kannst du es oder doch nicht? Nee. Sie kann es nicht. Ich hoffe, wenn wir dann die 5000 Simoleons haben, dass sich das dann ändert, auf jeden Fall. Apriline, willst du dem... April? Du willst schon schlafen? Ich wollte eigentlich, dass du dem Shane eine kokette SMS schickst. Was hältst du denn da davon? Naja, okay. Ach, schade, jetzt wollte ich dir eigentlich... Ray schreibt wieder, er hat von einem Konzert im verlassenen Kaufhaus gehört. Da dürfen wir auch nicht entgehen lassen. Nichts wie hin. Ja, danke, aber nein. Aber ihr seht, das mit der Beziehung mit Ray ist schon ein bisschen runter. Also die romantische Beziehung. April, du sollst aber eigentlich kurz aufstehen. Ich möchte dir so eine Maske geben für 5 Simoleons. Die kann dann nämlich über Nacht nämlich dann einziehen. Einmalige Behandlung. Das kriegen wir hin mit unseren 482 Simoleons. Oh, heute ist sie weiß, ausnahmsweise. Jetzt darfst du schlafen.
135 Simoleons haben wir gekriegt. Sehr cool, durch Kindesunterhalt. Ja, dann lassen wir die zwei Süßen jetzt mal schlafen. Und ja, wir sehen uns dann danach. So, die April ist jetzt wach um 4 Uhr. Sie hat relativ kurz geschlafen, aber okay, ist halt so. Ich habe sie jetzt gerade hier ein bisschen schwimmen geschickt, da ihre Hygiene sehr rot war. Was können wir denn hier Schönes machen? Du kannst, ach, das ist die Emmy, mit der wir gerade hier gucken. Wir können noch nichts so wirklich machen. Ist denn mit den Bienen alles gut? Sie sind aktiv. Der Honig ist voll. April, möchtest du dich vielleicht mit den Bienchen dann mal verbünden? Weil, was ich auch herausgefunden habe, hat auch mir die liebe Lila Erbsen erzählt, umso besser man eine Freundschaft zu den Bienchen hat, umso mehr Geld kriegt man natürlich auch, weil im Moment ist der Honig so unsere einzige Einnahmequelle außer der Unterhalt, aber der kommt ja auch nicht jeden Tag. Und unsere Pflänzchen hier, die brauchen noch ein bisschen, bis die dann reif sind. Deshalb muss die April sich jetzt sehr gut stellen mit den Bienchen. Oh, heute hat sie den an. Sehr gut, April. Den sollst du eigentlich auch, wenn ich hoffe, dass das so hinklappt, dass du den dann etwa anziehst. Ich hoffe, sie wird wirklich nicht gestochen. Das war sehr gut, April. Wirklich. Komm, wir versuchen das noch einmal. Und dann darfst du dir was zu essen machen. Wie lange schläft denn die Emmy noch? Die Emmy hat noch ein bisschen Schlaf vor sich. Okay. Du willst schwimmen gehen, ich weiß, Mäuschen. Aber ich finde es cool, wenn du dich mit den Bienen, wenn das jetzt nochmal gut klappt. Oh, wow, April. Da liegt es echt an dem Platz. Mach es direkt bitte noch einmal. Und wenn wir den vielleicht zur Hälfte heute voll kriegen, das wäre ja super. Weil die April hat jetzt noch knapp 3 Stunden. Ist eine Einsauberschülerin zum Glück noch und ihre Leistungen sind ausgezeichnet. Du kannst dann auch gleich, wenn du den Honig verkauft hast, mit dem Schulprojekt anfangen, was sie gerade von alleine gemacht hat, aber okay, nicht schlimm. Kannst du danach dann gerne machen. Du arbeitest aber bitte vorsichtig. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel der Honig uns bringt. Oh, okay, jetzt wird sie angegriffen. Nicht gut. Aber wir können auch wieder nichts machen. Jetzt habe ich leider nicht gesehen, was es war. Naja, nicht schlimm. Auf jeden Fall soll sie jetzt ein bisschen hier an ihrem Schulprojekt machen und dann können wir uns hier was zu essen machen, auf jeden Fall. Ihre Frisur ist so schön. Oder was sagt ihr dazu? Vor allem, sie hat hinten so eine kleine Spange mit, ich glaube, 3 Blumen sind das. April, hampel mal bitte nicht so viel rum. Beziehungsweise das bin ich mit der Kamera. Ja. Sie hat hinten so eine ganz, ganz kleine Spange. Also ich finde, sie ist wirklich sehr hübsch. Und ich zeige sie euch auf jeden Fall in Blond. Ich finde halt auch ihre Haarfarbe so schön im Moment. Das ist so ein richtiges, schönes Kupferrot. Würde ich sagen. Oh, April, was machst du denn da? Bist du chemisch unterwegs mit Chemie? Wow, das sieht voll cool aus. Schade, dass wir sowas nicht hatten in der Schule, als ich zur Schule gegangen bin. Das hört sich jetzt so an, als würde ich seit 5 Jahren nicht mehr, seit 10 Jahren nicht mehr zur Schule gehen. 10 Jahre sind es nicht, aber ich glaube, 5 sind es mittlerweile schon. Oh Gott. Aber sie macht das sehr gut. Emmy, wie geht's dir? Du hast dann Hunger bald, okay. Und die April hat noch 1 Stunde. Okay, April. Du musst aber jetzt aufhören. Du gibst nämlich der Emmy-Maus jetzt was zu essen. Und zwar Apfelmus. Und dann hoffe ich, dass wir da noch was direkt rausnehmen können, dass du dann das isst. Raumfahrttechnik. Okay, das ist dein Projekt. Und ihr Mülleimer ist irgendwie immer noch voll. Holst du. Ja, sie holt direkt was raus. Sehr gut. April, stellst du es hier hin? Sehr gut. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Oh Gott, das sah ja geil aus. Das sah ja cool aus. Emmy, ist deine Windel voll? Dann müssen wir dir gleich die Windel wechseln.
Hallo? Jetzt hat die April sich einfach hingesetzt. Ohne die Amy. April. Na, jetzt kannst du auch essen. Jetzt hat die Amy ihr Essen schon ausgepackt. Und die kleine Maus ist einfach wirklich so niedlich. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie viele Folgen wir wirklich noch brauchen, bis wir die 5000 Simoleons haben. Wir werden auf jeden Fall noch in andere Städte reisen, um da noch ein paar Blumen zu holen. Also die Apple wird einen sehr großen Garten kriegen. Und wir müssen das Gemälde noch machen. Ich hoffe nämlich, dass uns das auch noch ein bisschen was einbringt, dass sie ihre Malerfähigkeit weitermacht. So, April. Ja, die Windel ist halt voll von der kleinen Maus. Die musst du ihr wechseln, aber da hast du keine Zeit für. Du musst nämlich zur Schule. Auf, April. Schnell aufessen, sonst kommst du zu spät zur Schule. April? Du weißt, dass ich den Teller gerne für dich schmeck, mal. Du musst nicht immer versuchen, den Teller wegzumachen. Die Emmy geht zur Tagespflege und dann sehen wir uns auf jeden Fall zurück, wenn die beiden wieder da sind. So, unsere beiden Süßen sind zurück. Die Apple war einfach mit. Was ist, Ray? Du möchtest vorbeikommen, ob das in Ordnung ist. Von mir aus, wenn deiner Freundin das nichts ausmacht. So. Zum einen kann die April direkt hier ihre Blumen machen. Alles ernten, bitte. Beziehungsweise. Ja, wir verkaufen alles. Dann habe ich kurz was umgestellt. Ich habe ihr die Treppe jetzt hier vorne hingemacht, weil mich das wirklich hier an der Seite gestört hat, vor allem seit der Garten jetzt hier ist. Und dann habe ich das hier noch ein bisschen zur Seite geschoben, weil das ein bisschen irgendwie, weil wir haben nämlich eine Rechnung gekriegt. Die Apple darf jetzt direkt die Rechnung im Anschluss dann auch bezahlen. Das sind 180 Mullions. Wenn das so bleibt, finde ich das ganz okay. Das kann die April irgendwie immer zusammenkratzen, das Geld. Allein denke ich, durch ihren Honig und durch den Garten würde das reichen. Dann, genau, April war im Badeoutfit in der Schule. Und haben Sie schon ein bisschen Hausaufgaben gemacht? Nein. Aber unser kleines Wunderkind, sie ist wieder beste Oberschülerin, hat einfach mal, unser kleines Wunderkind hat Level 2 der Töpfchenfähigkeit erreicht. Die Emmy kann jetzt alleine aufs Klo gehen. Das finde ich so cool. Ja. Die Folge wird ein bisschen länger als sonst, weil jetzt so viel passiert ist und durch das Umstyling und manche Sachen, die ich noch rausgeschnitten habe, ist halt so viel nicht passiert. Aber wir werden nicht allzu lang jetzt spielen. So, Emmylein, deine Hygiene ist schon wieder so dreckig. Okay, solange die Mama den Garten macht, darfst du ein bisschen spielen. Okay, 60 Simoleons. Nochmal 60. Wow, die bringen ja voll viel schon. 30. Nochmal 60. Was macht Ray jetzt? 30. Wow. Das ist ja krass. Wir haben 916. Okay, jetzt gehen zwar 100 ab. 8, 808 haben wir. Das ist der Hammer. Und die April braucht Spaß. Habt ihr das wieder gehört? Sie macht jetzt diese süßen Shelba, Ja, hi meine Lady Ray. Lange nicht gesehen. Ich müsste aber jetzt unsere kleine Maus baden. Wo ist es denn? Ja, komm, ihr könnt im Schaumbad baden, ihr zwei Süßen. Und dann darf die April noch ein bisschen schwimmen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was du zu dieser Folge sagst. Vor allem, ob dir April als Meerjungfrau so gefällt. Emmy, ich glaube, du musst aufhören. Die Mami soll dich nämlich bitte baden. Okay, wir lassen die April jetzt gerade selbst techtelmechteln. Oder auch nicht. Sie darf die Emmy jetzt erst baden. Da unsere kleine Maus nämlich stinkt, dann darf die April schnell unter die Dusche hüpfen. Und dann gucken wir, dass sie noch ein bisschen Spaß kriegt.
Und dann würde ich aber auch sagen, dass wir wirklich die Folge beenden, sonst wird die so ellenlang. Auch wenn einiges passiert ist, ich sehr froh darüber bin, dass sie jetzt Strom haben, die beiden. Das ist nämlich schon kompliziert gewesen. Also ich bin richtig stolz, dass das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Manchmal macht sie mir einen Strich durch die Rechnung, aber okay, ist halt leider so. Aber es ist halt schon eine Herausforderung, muss ich ganz sagen. Weil ich halt auch sowas noch nie wirklich gespielt habe. Und ihr könnt es ja gerne mal nachspielen, beziehungsweise du kannst es gerne versuchen nachzuspielen. Ich habe auch in die Videobeschreibung einen Link zu meinem Discord reingestellt. Da kannst du gerne dran teilnehmen, beziehungsweise die Einladung annehmen. Und da poste ich auch die neuen Videos, wenn dann was online geht. Das ist vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen zeitintensiver. Eigentlich nicht zeitintensiver, mir fehlt gerade das Wort. Man ist vielleicht ein bisschen up to date. Genau. Und die zwei süßen Planschen gerade. Machst du die kleine Maus auch sauber? Ja, die kleine Maus ist sauber. Sehr gut. So. Dann würde ich sagen, da es ja warm ist, kann die Emmy hier im Wasser noch ein bisschen planschen. Und die April geht duschen. Die Emmy hat ihre Badesachen angezogen, ja. Und Ray ist bei uns. Ja. Und dann würde ich sagen, lassen wir die April ihre Hausaufgaben machen, dass sie die auf jeden Fall hat. Und dann lasse ich sie noch was lesen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich sehr und bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du wieder eingeschaltet hast, um fleißig Aprils Geschichte und Emmys Geschichte weiter mit zu verfolgen. Ich bin wirklich gespannt, wo es komplett mit den beiden hingeht. Ah, die beiden unterhalten sich jetzt gerade auch sehr süß. Und freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge, die ich direkt im Anschluss aufnehme. Daher kann ich dann wahrscheinlich noch nicht direkt auf ja, manche Sachen eingehen. Und wünsche dir auf jeden Fall noch einen ganz, ganz schönen Tag, beziehungsweise eine ganz schöne Woche. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Tschüss!